Und jetzt die Nachrichten rund um Witchercraft. Heute im Studio Prof. SZ Lukas 16:07. Und damit so, hallo und willkommen zurück zu Witchercraft News. Vorgestern hatte Josef in einem Stream sehr viele Sachen geleakt und erklärt. Hier habt ihr eine kurze Übersicht dazu, was da passiert ist. Josef wird in der nächsten Zeit sehr wenig Zeit für den Kanal Witchercraft haben. Dies liegt unter anderem daran, dass er seine Bachelorarbeit fertig machen muss und die nächsten 4-5 Wochen weg ist. Dass er für seine Community sehr wenig da sein wird, heißt, dass er auch sehr wenig streamen und nur alle 2 Tage ein Video hochladen wird. Seine Teilnahme an Projekt Stone Wars hat er noch offen gelassen. Der Rotsteinpark wird bis Ende 2022 pausiert und vielleicht geht's auch erst im nächsten Jahr weiter. Das gleiche mit der Redstone World. Josef hat aktuell ein bisschen andere Interessen und er sagt aber, dass die Redstone World als Welt selber pausiert wird. Aber das Prinzip der Redstone World mit der Red Station weitergeht. Heißt, es kommt Redstone. Und das ist das Wichtigste für euch. Und die Red Station wird sogar nach Abschluss des Projektes wahrscheinlich in die Redstone World eingefügt. Und Josef hat auch im Zuge dessen noch was zum Redstone Stern gesagt. Für alle, die das gefeiert haben. Josef hat es nicht gefeiert. Josef hat gesagt, nee, kein Bock drauf. Ich steig aus. Gründe unbekannt. Wir werden das nie erfahren, was da eigentlich genau der Hintergrund war, was dem daran nicht gefallen hat. Es sei denn, wir haken mal nach von den News. Gut, dann weiter zu Satisfactory. Das wird auch wieder da sein. Josef hat eine kleine Pause jetzt eingelegt, aber ab September oder später geht's in seinen Streams wieder los. In dem Stream sagte auch Josef, Minecart ist nie vorbei gewesen. Richtig gehört, Minecart. Und zwar soll es eventuell Ende des Jahres oder im Laufe des nächsten Jahres wieder zurückkommen, aber nicht in der Form, die wir es kennen, sondern in einer komplett neuen Form. Mehr Infos konnten wir nicht rausfinden und wir konnten auch nicht mehr Infos rausfinden zu Crafted 10, denn er hat nur gesagt, dass er in der nächsten Season dabei ist und sich Pläne schon bereits schmiedet. Wozu etwas schon gesagt wurde, ist ein kleines neues Hardcore-PvP-Projekt, in welchem ein Sponsor auch ein kleines Gewinnspiel veranstaltet. Und in diesem Projekt wird auch etwas an der Streammaske gewerkelt und es gibt eine große Map, die schon länger im Bau ist von dem großen Bauteam. Für das dritte THC-Turnier gibt es schon Pläne, aber man weiß nicht, wann man es umsetzen kann. Und Skillcraft 3 und 4 wurden leicht angekündigt und zwar plant Josef Skillcraft 3 mit Castcraft und Urotox. Urotox hat zugestimmt, aber Castcrafter wurde noch nicht gefragt und das steht auch noch nicht ganz fest. Last but not least hat Josef angekündigt, die Fanpages zu Official Fanpages zu machen und darunter fällt auch die Geocraft News. Und zwar folgendes, möchten wir uns auch mal aus dem Geocraft News Team und aus der gesamten Union, aus dem Vorstand daraus bedanken, dass Josef uns so eine Ehre erweist und auch Josef unsere News mag, was aus einigen Materialien, die uns zugespielt wurden, herauskommt. Und wir müssen auch euch danken, dass ihr diese News anschaut. Und gleichzeitig möchte ich das auch als einen kleinen Appell an euch rausgeben. Und zwar frage ich euch, wie findet ihr die Qualität der News heutzutage? Und was würdet ihr verbessern? Vielleicht habt ihr ein paar kleine Verbesserungsvorschläge, die vielleicht uns nicht aufgefallen sind, aber die vielleicht trotzdem nennenswert wären. Und damit würde ich sagen, mit dem Auftrag lasse ich euch alleine und bis demnächst.